Enno liebt Videos von Helene Fischer. Trotzdem muss er jetzt aufhören, denn gleich gibt es Mittagessen. Der 15-Jährige lebt von Geburt an mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Er kann nicht sprechen. An Getränken würde er sich verschlucken. Flüssiges bekommt er daher alle 2 Stunden über die Magensonde. Die hat ihm schon oft das Leben gerettet, auch wenn er mal irgendwie zu schwach ist. Und wenn wir mal so Krisen hatten, gesundheitliche, ist natürlich sichergestellt die Aufnahme von allem, was er braucht. Ist da drüben. Unter der Woche besucht Enno eine Förderschule und wohnt im angeschlossenen Schülerwohnheim. An den Wochenenden kümmern sich die Eltern rund um die Uhr um ihn. Ja, schau mal. Gefällt dir das? Schau mal, gehen wir in die Mediathek. Wir suchen auch zusammen aus. Und er sagt mir dann mit seinen Augen, ah, das möchte ich jetzt sehen. Und wenn ich was anmache, was ihm nicht gefällt, dann sagt er es auch. Dann ändere ich das dann halt. Nachts wenden, wickeln, immer parat sein. Am Wochenende ein 24-Stunden-Job, hart aber machbar. Doch Uwe und Katrin fürchten die Zukunft. Das ist natürlich für uns Eltern schon eine große Herausforderung, einfach nicht zu wissen, wie es weitergeht. Denn es ist alles andere als sicher, dass Enno im Anschluss an die Schule in ein Wohnheim für Erwachsene umziehen kann. Für Menschen mit Mehrfachbehinderungen gibt es schlicht keine freien Plätze. Ich habe 20 Einrichtungen angeschrieben, per E-Mail, aber echt auch mit dem Foto und persönlich und auch berührend und habe von den allerwenigsten eine Antwort bekommen. Ohne Platz in einem Wohnheim müssten Katrin und ihr Mann ihren dann 18-jährigen Sohn selbst rund um die Uhr versorgen. Im extremsten Fall haben wir dann als Eltern unsere schwerstbehinderten Kinder zu Hause. Unsere Kräfte gehen aber irgendwo, die Behinderung wird teilweise auch immer noch stärker, weil die werden älter, die werden schwerer. So, aber unsere Kräfte gehen nach unten. So wie Enno besucht auch Florian Jänekes Sohn bislang noch eine Förderschule. Auch er ist besorgt, die Zeit drängt. Friedrich ist 18. Im Sommer wird er die Förderschule der helfenden Hände verlassen. Und dann? Ich kann einfach nur sagen, es ist beängstigend. Es ist wirklich beängstigend, weil wir nicht wissen, was passieren wird Ende des Sommers. Teilweise gibt es gar keine Wartelisten mehr, weil die Einrichtungen sagen, es ist sowieso hoffnungslos. Gut, ach Mensch, du bist ja ein Profi. Ja. Wahnsinn, ein Supermodel. Hallo. Florian Jänicke hat sich als Porträtfotograf einen Namen gemacht, hat Bundespräsidenten und Kanzler fotografiert. Doch er will auch auf die aufmerksam machen, die nicht im Rampenlicht stehen. Ohne Unterbringung erscheint plötzlich die eigene Zukunft ungewiss. Wenn der Friedrich zu Hause ist, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich keine Aufträge mehr annehmen kann. Naheliegend wäre es, wenn Friedrich ins Erwachsenenwohnheim der helfenden Hände umziehen könnte. Doch das ist wohl aussichtslos. 54 Wohnplätze gibt es hier. Alle sind vergeben, sagt Beate Bettenhausen. 68 Anwärter stehen auf der Warteliste. Es heißt, dass eigentlich jemand sterben muss, damit ein Platz frei wird. Und das ist eine ganz bittere Wahrheit, die ich mich kaum traue auszusprechen. Auch Katrin möchte sich heute das Wohnheim der helfenden Hände ansehen. Den Fotografen Florian Jänicke kennt sie von früheren Besichtigungen. Eltern von Kindern mit schwersten Behinderungen werden oft unfreiwillig zu Konkurrenten um die raren Plätze. Doch die beiden wollen sich gegenseitig unterstützen und kämpfen. Das Bild ist total schön. Die vergangenen Abende hat Katrin an einer Webseite gebastelt, über die sie betroffene Eltern zusammenbringen möchte. Bereits am Wochenende steht ein erster Videocall an. Um noch mehr zu bewegen, hat sie eine Petition gestartet mit bislang ungeahntem Erfolg. Wir sind fast bei 2.500 Unterschriften und das finde ich wirklich toll für eine ja doch Nische, die wir darstellen. Die Petition will sie diese Woche noch der bayerischen Sozialministerin übergeben. Auch wenn kaum Aussicht auf einen Platz besteht, zeigt Beate Bettenhausen den beiden eine der Wohngruppen. Ja, der Sebastian ist ein großer Shakira-Fan. Da war er auch schon auf mehreren Konzerten. Echt? Ja. Super. Wie in allen Einrichtungen fehlt es an Personal. Viele Mitarbeitende gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Die wenigen Bewerber haben oft kein Interesse an Schichtdienst. Beate Bettenhausen sieht die Politik in der Pflicht. Wir würden uns wünschen, dass die Anerkennung von ausländischen Fachkräften beschleunigt wird.
dass wir aber auch Programme haben für Quereinsteiger, also für Menschen, die sich vielleicht nach der ersten Berufsausbildung noch mal umorientieren. Bayernweit müssen bereits erste Wohngruppen schließen. Viele Träger wissen nicht, wie sie weiterarbeiten können, weil überall Fachkräfte fehlen. Wir können manchmal Löcher noch mit Zeitarbeit stopfen, aber das ist teuer. Und uns fehlt auch einfach die notwendige Finanzierung, um hier massiv auszubauen. Für die Finanzierung und Bereitstellung der Wohnplätze sind in Bayern die Bezirke zuständig. Wir fragen dort an, wurde der Bedarf zu spät erkannt? Man antwortet uns, neue Betreuungsangebote zu schaffen, scheitere nicht am Willen der Bezirke, diese zu finanzieren. Das Problem sei der Fachkräftemangel. Man schlage daher vor, mehr Durchlässigkeit und Qualifizierungsmöglichkeiten für Quereinsteiger, das, was ich schon gesagt habe, die, was auf meiner Webseite steht, die schnelle Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Ach, wirklich? Katrin möchte noch weitergehen, dorthin, wo Gesetze gemacht werden. Sie ist mit Sozialministerin Ulrike Scharf im Landtag verabredet. Ich hoffe, dass die Politik aktiv wird und sich einsetzt für mehr Wohngruppen und Förderstätten und tatsächlich auch bessere Bedingungen. Wie wird die Ministerin auf ihre Petition reagieren? Super Gott, grüß Sie. Ich freue mich, Sie sind hier. Danke. Ich würde Ihnen total gerne meine Petition zeigen. Gerne. Ich bin voll aufgeregt. Alles gut, kenne ich tatsächlich noch nicht. Yeah. Okay. Darf ich Ihnen über die Schulter schauen? Na klar, gerne. Das ist der Enno, oder? Das ist der Enno. Also Sie können sich darauf verlassen, dass wir nach wie vor an Ihrer Seite stehen, was die Schaffung von Plätzen betrifft. Wir tun alles, um Fachkräfte zu generieren, um zu werben für diese Berufe, um die Ausbildung attraktiv zu machen. Und dann geht es um die Arbeitsbedingungen, wo die Träger dann nochmal zuständig sind. Hoffentlich kann Katrin Sie da beim Wort nehmen. Direkt im Anschluss hat sie noch einen Termin. Doris Rauscher und Thomas Huber wollen sie kennenlernen. Sie sind Vorsitzende im Sozialausschuss, in dem Gesetzentwürfe beraten und Petitionen behandelt werden. Wenn Sie Katrins Anliegen auf die Tagesordnung setzen, wäre das ein wichtiger Schritt. Rein von der Tagesordnung her kann ich die dann mit Sicherheit auch gleich draufnehmen. Sie bekommt die Zusage. Im März darf Katrin mit ihrer Petition in den Ausschuss kommen. Ein Teilerfolg. 4 Tage später, daheim. Mal schauen, wie viele Leute sich da anmelden. Gleich beginnt ihr Videocall mit anderen betroffenen Eltern. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hi. Katrin hat neue Mitstreiter gewonnen. Gemeinsam planen sie die nächsten Schritte. Unbequem sein, um politisch mehr Gehör zu finden. Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Das war jetzt aufregend, Enno. Schau mal.